Hallo zusammen. Ich war wieder mal im Testraum und wollte was wissen. Und zwar, wie lange läuft diese Kühlbox mit dieser Batterie? Gehen wir zuerst aber in die Theorie. Gemäß dem Katalog, den verlinke ich euch unten im Beschrieb, haben wir diese Kühlbox, die Wemo 46 Standard, also nicht irgendwas Spezielles, keine Tiefkühlung, sondern ganz die normale Standardversion. Und hier sehen wir im Katalog drin, also die B46S, die hat bei 5 Grad innen und 32 Grad außen braucht die 11,9 Watt pro Stunde. Diese Batterie hier hat 1280 Wattstunden. Das heißt, mit 1280 Watt durch die 11,9 Watt, die diese Box nach Norm braucht, müsste diese Box hier 107,5 Stunden laufen. Das sind etwa 4,5 Tage. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier 4 Quadratkabel, dann gehe ich auf unser Anschlusskabel und habe das hier so eingesteckt, die Box im Testraum, die Batterie aufgeladen, gestartet, laufen lassen. Testraum war auf 32 Grad und die Box hier war eingestellt auf plus 5 Grad. Das Ganze lief 126 Stunden. Also über 5 Tage. Warum die Diskrepanz zur Theorie? In der Theorie habe ich 107,5 Stunden und in der Praxis habe ich 126. Erstens, die Batterie hat nicht 100 Ampere Kapazität, die hat ein bisschen mehr. Und zweitens habe ich die Box eingestellt auf 5 Grad auf dem Display. Die kühlt dann runter auf 5 Grad und kühlt wieder hoch auf 6,7. Wieder runter auf 5 Grad, hoch auf 6,7. Durch das habe ich eigentlich nicht den Testwert von 5 Grad, sondern ein bisschen höher. Aus diesem Grund lief die Batterie ja dann die Kühlbox ein paar Stunden länger. Jetzt habe ich einen zweiten Test gemacht. Und zwar habe ich die Batterie, das ist 16 Quadratkabel, hier auf diesen Wechselrichter. Das ist ein einfacher Wechselrichter, 300 Watt. Und dann über das 230 Volt Kabel habe ich die Box auf 230 Volt gezogen. Weil mir hat ein Kommentator gesagt, ja, auf 230 Volt braucht sie ja weniger Strom. Ja, der Strom ist schon kleiner, den sie braucht. Weil 230 Volt, 240 Volt wäre 20 mal mehr, weder 12 Volt, doch das haben wir auch 20 mal tieferen Strom. Batterie wieder vollgeladen, Kühlbox wieder im gleichen Testraum, gleich eingestellt, habe ich die Box über den Wechselrichter 220 Volt betrieben. Dann kam ich auf ein Ergebnis von 60 Stunden. Habe ich gesagt, das kann ja nicht sein. Habe den Test wiederholt. Batterie wieder vollgeladen, Kühlbox wieder im Testraum. Da kam ich auf ein Ergebnis von 61 Stunden. Also das heißt, wenn ich den Wechselrichter von der Batterie, den Strom her, hoch transformiere auf 230 Volt, dann in die Box reinfahre und dann im Netzgerät wieder runter, da habe ich natürlich Verluste. Ich habe Verluste im Wechselrichter und ich habe Verluste im Netzgerät in der Box drin, weil der Kompressor läuft immer auf 12 Volt, beziehungsweise über das Netzgerät liefert er über
24 Volt, aber der Kompressor wird mit 8 Volt angesteuert. Von dem her, der Kompressor läuft auf Niederspannung. Das ist ein Setup-Kompressor. Also das heißt, ich brauche, wenn ich über einen Wechselrichter fahre, den Doppeltmenge Strom, das heißt, ich kann nur die Hälfte so lang betreiben. Das Thema hatte ich auch mit dem Kunden betreffend zu einer Powerbank oder Powerstation, der sagt, wenn ich das über 12 Volt betreibe, läuft sie nicht so lange, aber ich kann das über 230 Volt betreiben, aber dann ist die Batterie ruckzuck leer. Ja, ich hoffe, den Test sagt euch was aus. Wenn ihr mehr solche Tests wollt, schreibt mir in die Kommentare oder schreibt mir ein E-Mail und ich werde die Tests, wenn ich Möglichkeit habe, sowas zu machen. Ich verlinke euch hier oben diese Batterie im offenen Zustand und hier oben diese Box im Beschrieb und ich wünsche euch einen schönen Tag.